Dann darf ich euch begrüßen. Stefan Blinel, vielen besser bekannt und seinem Publikum als Steinwallen. Du hast Geschichte studiert, bist in deinem früheren Leben auch parteipolitisch engagiert gewesen. Außerdem bist oder warst du Verleger, betreibst einen Buchhandel? Nee, Buchhandel nicht. Buchhandel nicht, aber Verleger. Filler. Ja, genau. Okay. Und irgendwann bist du mehr und mehr YouTuber und Streamer geworden. Vielleicht erzählst du mal, wie du dazu gekommen bist. Und ist das deine Hauptbeschäftigung heute, würdest du das sagen? Inzwischen ja, da brauche ich nicht lang nachdenken. Da muss ich nur meine Woche mehr überlegen. Ja, so 50, 60 Stunden nimmt das schon in Anspruch. Ja, das ist inzwischen Vollzeitberuf geworden. Wie bin ich das geworden? Ich habe, als ich angefangen habe, YouTube-Videos zu machen, habe ich niemals auch nicht ansatzweise gedacht, dass man damit irgendwie Geld verdienen kann oder gar seinen gesamten Lebensunterhalt. Nö, ich habe gestartet 2012, glaube ich, mit dem Kanal. Da begann so langsam diese Let's Play-Kultur groß zu werden. Und ich habe mich schon immer für Games interessiert, seit Anfang der 90er. Und habe dann halt bei anderen Let's Plays geguckt, Spiele, die ich selber nicht spiele. Und habe dann irgendwann überlegt, was ist eigentlich mit den Spielen, die ich so gerne mag? Also Strategiespiele, Spiele mit historischem Hintergrund. Und da gab es ein paar wenige Let's Plays von kleinen YouTubern. Und das fand ich irgendwie ganz schrecklich, was ich da gesehen habe. Nicht so sehr, weil die es doof gemacht haben, aber die Art und Weise, wie die das gespielt haben, fand ich irgendwie, entsprach überhaupt nicht meiner Welt, wie ich Spiele verstehe. Gerade bei historischen Spielen habe ich mich immer so in diese Zeit reingeversetzt und wollte nicht einfach nur das Spiel besiegen, Min-Maxing betreiben. Ja, und dann habe ich einfach mal wirklich von einem Tag auf den anderen völlig naiv angefangen, auch mal so ein Video zu machen. Und das wurde dann mit der Zeit immer größer und seit 5, 6, 7 Jahren mache ich das quasi hauptberuflich. Der zweite Gast heute Abend, Nico Nolden. Du bist promovierter Historiker, hast an den Universitäten Hamburg und Hannover gearbeitet. Deine Doktorarbeit hast du über Geschichte und Erinnerung in Computerspielen, so der Titel, geschrieben. Und außerdem bist du in einem Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele aktiv. Wie kommt man dazu, sich als Historiker mit Computerspielen zu beschäftigen? Und ist das eigentlich an der Uni, wird man da mindestens von den Professoren noch schief angeguckt? Oder ist das mittlerweile ein Thema, das man an der Universität und in der Wissenschaft auch gut platzieren kann? Ja, danke für die Einladung. Also ich glaube schon, dass man mittlerweile nicht mehr so schief angesehen wird wie noch 2009, als ich damit anfing. Da hatte ich damals dieses Blog Keimling gegründet, weil mir das ein wichtiges Thema war, so ähnlich wie dir. Aber ich halt immer gesehen habe, dass die Historikerinnen und Historiker das so herablassend betrachtet haben. Ne? Also wir dann halt irgendwie auch als angehende Doktoranden oder im Studium später das gar nicht wirklich als Thema auch prüfen lassen konnten. Wir hatten ja niemanden, den das interessiert hat, der Prüfungen abnehmen konnte auch. Und insofern habe ich dann in Hamburg halt zum Beispiel angefangen, GameLab aufzubauen und mit Studierenden zusammen diese Spiele erkundet. Einige halten sich dann für besonders tolle Profis und haben das schon lange gespielt, aber durch andere Perspektiven und Fragen von Leuten, die es noch nicht so viel gespielt haben, kommen dann eben auch andere historische Inhalte zutage. Und das habe ich halt dann in Hannover auch weitergeführt. Und dieser Arbeitskreis, den du erwähnt hast, war halt auch vor 8 Jahren so eine Idee, dass man das professionalisieren muss am Historikerverband vorbei. Also so ein bisschen wie Wasser reinsickern in die Lücken oder vielleicht außen rumwachsen an dem alten Baum der Geschichtswissenschaft und dann vielleicht auch von außen ein bisschen drücken, damit sich der bewegt, damit wir das Thema etablieren. Und ich glaube, das ist mittlerweile ganz gut gelungen. Es gibt sehr viele, die zu sehr vielen Themen da jetzt forschen. Und das ist international, sind wir da auch mal nicht die Letzten gewesen, dann sozusagen. Das war ganz befriedigend eigentlich. Wir haben ein Spiel namens Victoria 3 heute uns vorgenommen, das uns ins 19. Jahrhundert, in die Zeit der Industrialisierung, des Kolonialismus und Imperialismus eintauchen lässt. Stefan, vielleicht sagst du mal ganz kurz, versuchst zu erklären, worum geht's da jetzt überhaupt? Was ist das für ein Spiel? Ja, ganz kurz. Ganz kurz, genau. Ganz kurz, quasi, genau. Also nicht die 4 Stunden meiner Tutorial-Reihe. Nein. Nein, also die Victoria 3 ist eins von mehreren Spielen von Paradox Interactive. Das ist ein schwedischer Entwickler, die sich so auf historische Großstrategiespiele konzentriert haben. Und für viele Zeitalter haben sie so eine Spiele. Und Victoria spielt im 19. Jahrhundert, im Zeitalter der Industrialisierung. Und das ist auch das große Thema des Spiels. Die ganze Welt wird simuliert, fast die ganze Welt kann vom Spieler gespielt werden. Und zentrales Thema ist die gesellschaftliche Modernisierung im wirtschaftlichen, aber auch im sozialen und politischen Bereich. Und das Ganze ist natürlich verbunden mit Diplomatie und durchaus auch Kriegsführung. Aber der Kern des Spiels sind eben diese ökonomisch-sozialen politischen Prozesse.
Und man spielt, übernimmt die Führung eines Landes und hat dann relativ große Freiheiten, dieses Land und die Zukunft zu gestalten. So würde ich es ganz knapp zusammenfassen. Vielleicht drückst du dann einfach mal auf ein neues Spiel. Genau. Und Nico, ich frage dich mal, was würdest du dir von einem Spiel erwarten, das die Epoche des Imperialismus thematisiert? Was wäre dir wichtig, was da drin vorkommt? Was jetzt sozusagen, was Geschichtsbilder anbelangt, ja? Also wenn du dich mit Geschichtsbildern beschäftigst, was denkst du, wäre essentiell? Was müsste als Thema drin sein? Naja, also erstmal gibt es ja sehr viele unterschiedliche Ansätze. Also das ist ja nun jetzt ein Spiel, du hast ja gesagt, wir kümmern uns nicht um Brettspiele, aber es hat ja eine Vorläufertradition auch aus dem 19. Jahrhundert von Brettspielen. Und das ist ja mit eingeflossen, diese Mechaniken, diese Haltung zur Welt. Und natürlich sind große Kolonialmächte spielen eine Rolle, die Kolonisierten spielen eine Rolle. Und gerade auch in der Zeit, die wir jetzt hier thematisieren, geht es ja um die Entstehung moderner Gesellschaftssysteme, Ideologien wie Kommunismus, wie auch Faschismus. Da werden wir mit Sicherheit nicht mehr hinkommen heute, aber wir gucken uns quasi heute die Vorläufe an. Also das, was aus den Trümmern der napoleonischen Kriege entstanden ist, sind ja so Bürgerlichkeit und auch so neue Gruppierungen, die Veränderungen, die technologisch stattfinden. Und all das erwartet man halt jetzt in so einem Spiel. Und der Take, den die hier machen, ist ja ein bisschen den Fokus auf die Gesellschaft und auf den Zusammenhalt der Gesellschaft auszurichten. Und das finde ich halt ein ganz spannendes Spiel, also eine Besonderheit an dem Spiel, im Gegensatz zu anderen Imperialismus-Spielen. Okay, wollen wir uns mal die Karte angucken. Also 1. Januar 1836 schreiben wir. Wie sieht denn die Welt da aus? Zumindest Europa. Vielleicht konzentrieren wir uns erstmal auf Europa, bevor wir uns die Welt angucken. Ja, die politische Karte. Das ist die nach-napoleonische Zeit, ne? Die Zeit sozusagen der Rekonstruktion, der Versuch mit dem Versailler Vertrag die Ländergrenzen ein bisschen neu zu ziehen, aber im Wesentlichen eigentlich die vornapoleonische Zeit wieder erstmal Wiener Kongress. Wiener Kongress, genau. Mhm. Entschuldigung, Versailler Vertrag. Das ist nicht alles gut. Danke für den. Durch den Wiener Kongress der Versuch, wieder die vornapoleonische Zeit und möglichst alle revolutionären Umtriebe irgendwie aus der Welt zu vertreiben. Das ist im Prinzip das, was wir sehen. Ne? Preußen als ja schon im Prinzip neue Großmacht, Österreich als alte Großmacht. Mit beginnenden Problemen des Vielvölkerreichs. Frankreich wird beäugt, aber ist wieder Teil des Reigens der Nationen. Und Großbritannien der große Gewinner im Prinzip dieser Zeit, die global aktiv sind. Und viele, viele andere Länder noch, die man fast alle spielen kann. Also man kann alle, die hier farblich ausgemalt sind, die kann man spielen. Also nicht nur in Europa. Sondern durchaus auch einige in einer anderen Welt. Die nicht ausgemalt sind, die kann man allerdings nicht spielen. Und das ist vielleicht der erste interessante Punkt. Das sind sogenannte Dezentralmächte. Das sind so, man kann sie vielleicht so als Stammesstaaten vielleicht bezeichnen. Da sagt Paradox, es gibt auch einen Tooltip, leider erreichte ich den gerade nicht. Irgendwie macht hier der Tooltip im Tooltip schlapp. da haben sie kurz beschrieben, was eigentlich eine Dezentralmacht ist. Im Prinzip keine Regierung im klassischen Sinne, mit dem man irgendwie verhandeln kann, keine wirklich koordinierte Politik. Also Stammesgebiete, die quasi dann das Ziel von kolonialen Bestrebungen sein können. In gewisser Weise die Opfer der Geschichte im 19. Jahrhundert, so kann man es vielleicht sagen. Also man könnte fast sagen, also alles das, was jetzt sozusagen ausgemalt ist, sind so nach europäischem Vorbild Nationalstaatengebilde, die entstehen. Und alles andere sind halt, sagen wir mal, sonstige, also so Herrschaftsformen, die halt auf irgendwelchen anderen lokalen Begebenheiten oder auf, meinetwegen so auf Vielvölkergebilden und sowas basieren, auf afrikanischen Königreichen und was da alles so gibt. Vielleicht ja auch was für ein DLC noch später, der dann später noch dazu kommt. Wir haben uns entschieden, die Niederlande zu spielen. Hat verschiedene Gründe. Werden wir wahrscheinlich Schritt für Schritt sehen, was das für Gründe sind. Aber vielleicht springst du jetzt einfach mal rein. Und die Niederlande, ich bin natürlich auch kein Experte in der Geschichte der Niederlande und kein Historiker, der sich damit beschäftigt hat. Ein bisschen grobe Eckdaten rausgeschrieben. Ihr könnt ja ergänzen und erklären, was ich vielleicht sonst noch falsch gesagt habe. Also nach der Französischen Revolution sind zunächst die Franzosen
in die Niederlande einmarschiert, 1795. Es entstand eine batavische Republik, später in der Zeit Napoleons, im Schnelldurchlauf jetzt zusammengepresst, hat die Niederlande annektiert. Napoleon wiederum, seine Herrschaftszeit in Europa neigt sich dem Ende zu. Er wurde besiegt. Damit ist auch die annektierte Niederlande erlangt 1813, also noch vor dem Wiederkongress, wieder ihre Unabhängigkeit und es wird als Königreich wiederhergestellt. In unserer Zeit jetzt, 1836, da regiert ein Wilhelm I. von Oranien. Vielleicht interessanter noch ist die Figur, die danach kommt, 1840, das ist nämlich Wilhelm II., der 1848 mit der revolutionären Zeit es zu tun bekommt und dann Verfassungsreformen durchsetzt, die den Weg ebnen zu einem parlamentarischen System, das im Grunde so noch bis heute in den Niederlanden Bestand hat. Wichtiger Faktor noch, 1830, da spaltet sich das mehrheitlich katholische Belgien vom protestantischen Norden ab und es kommt zum Bürgerkrieg und der Aufteilung des Landes. Also der Staat Belgien entsteht. Luxemburg allerdings, was auch auf der Karte ist, bleibt bis 1890 mit den Niederlanden in Personalunion verbunden. Das heißt, unser Herrscher hier, der herrscht auch gleichzeitig über Luxemburg. Und vielleicht gucken wir uns mal an, wie sich die Niederlande so innenpolitisch in dem Spiel gestalten und versuchen uns dann mal so ein bisschen zu nähern, was zeigt dieses Spiel überhaupt und wie funktioniert das? Stefan. Ja, also wir sehen, die Niederlande ist hier 1836 schon als konstitutionelle Monarchie definiert. Das ist historisch vielleicht, da würde ich ein bisschen nicht, also da würde ich sagen erst 1848 vielleicht, weil wir haben zwar so ein Zweikammersystem historisch, aber das ist noch ständisch. Also es gibt noch nicht so diese klassischen Wahlvertretungen. Im Spiel allerdings gibt es schon Wahlen, das ist interessant. Insofern, weil es eben hier als konstitutionelle Monarchie definiert ist. Es hat sich hier auch schon eine Partei gebildet, die Liberale Union, bestehend aus den Streitkräften, das sind die Interessensgruppen, den Industriellen und den Intellektuellen. Was sind Interessensgruppen? Interessensgruppen, ja, sind so politische Richtungen, die irgendwie da sind, politische Einstellungen der Bevölkerung. Das sind noch keine Parteien, erst einmal im Spiel, sondern sind einfach Gemeinschaften von Interessen, die so abstrakt als Konzept da sind, die entstehen aus der Bevölkerung heraus. Also wir haben hier verschiedene Pops, also es gibt eine Bevölkerungssimulation. Und je nach Beruf, je nach Bildungsstand, je nach Lebensstandard haben sie unterschiedliche Interessen. Es gibt viele verschiedene Berufe, die sieht man hier unten. Und manche haben, oder viele gerade am Anfang, haben noch gar kein politisches Interesse, weil sie arm sind. Kein politisches Bewusstsein. Kein politisches Bewusstsein. Interesse haben sie vielleicht, aber von dem wissen sie noch nicht. Genau. So sieht's aus. Und dementsprechend artikulieren sie das nicht und fließen hier nicht ein in die Bestimmung der politischen Stärke. Die ergibt sich nämlich aus der Unterstützung der Bevölkerung. Aber wenn sie eben nicht politisch bewusst sind, fließt das hier auch nicht ein. Und wie erlangen Menschen oder die Bevölkerung ein politisches Bewusstsein in dem Spiel? Das ist ein relativ komplexes System. Im Kern, die wichtigsten Faktoren sind Bildung, Alphabetisierung und Lebensstandard. Also wie wohlhabend sind die Menschen. Es gibt hier so eine Alphabetisierungsrate, die liegt bei uns so im Mittelfeld würde ich mal sagen, 47, obwohl Platz 5 weltweit, sieht gut aus, 47,4%. Aber dennoch ist ein Großteil der Bevölkerung vermutlich noch nicht politisch interessiert. Ja, und die bilden in dem Moment, wo es ein Parlament gibt, was wir jetzt hier haben, in einer einfachen Form, und zwar im Rahmen eines Zensuswahlrechts, es gibt verschiedene Wahlrechte, bilden die dann auch Parteien. Das kann auch mal wechseln, entschuldigen. Und im Moment gibt es nur die Liberale Union und diese beiden Interessensgruppen, die Kleinbürger und die evangelische Kirche, die sind Teil der Regierung, haben aber sich noch keine Partei zugeordnet. Das wird aber demnächst, glaube ich, passieren. Ja, und aktuell gibt es Da gucken wir mal drauf. Also bestimmte wir sind Gesetze. Genau. Das ist quasi, man kann das vielleicht so als Verfassung bezeichnen, zumindest in den ersten Bereich, das Machtgefüge. Und dann gibt es hier so Wirtschafts- und Menschenrechtsgesetze,
Wir sind eine Monarchie, wir haben eine bestimmte Form des Wahlrechts, des Zensuswahlrechts. Hier geht es darum, wie gehen wir mit Minderheiten um. Nationale Überlegenheit heißt, dass nur unsere, im Kern mal einfach zusammengefasst, nur unsere ethnische Originalkultur hat irgendwelche Rechte, alle anderen nicht. Dann, wie steht es mit der Kirche? Glaubensfreiheit haben wir hier. Bürokratie ist vielleicht nicht so entscheidend. Wir haben eine Berufsarmee. Wir haben hier noch nicht keine ausgefeilte Polizei, Nationalgarde, Geheimpolizei oder ähnliches. Gibt es Wirtschaftssysteme, die relevant sind? Ich glaube, es würde jetzt zu weit gehen. Wichtig ist, dass wir schon kolonial aktiv sind. Und hier gibt es unterschiedliche Kolonialisierungspolitiken, nämlich entweder auf Ausbeutung abzielend oder ja, dass man versucht, seine eigenen Bürger aus dem Heimat- oder aus dem Kernland in die Kolonien umsiedeln zu lassen, Anreize zu geben. Da geht es dann eher ein bisschen mehr darum, dass man da so eine stärkere Integration hinbekommt. Und hier geht es klassisch einfach um Ausbeutung der Ressourcen. Und vielleicht für alle, die das jetzt sozusagen noch nie gesehen haben, es ist ja schon ein harter Tobak jetzt, dass man sagt, man macht koloniale Ausbeutung. Aber dieses Spiel versucht das halt aus der Zeit heraus zu verstehen. Ähnlich wäre es ja mit dem Bildungssystem. Also das Bildungssystem ist ja nicht aus humanistischen sozusagen Interessen entstanden, sondern wenn man bessere Artilleristen brauchte, brauchte man Mathematikunterricht. Und viele Bauern zum Beispiel wollten auch gar nicht, dass ihre Kinder dann irgendwie in die Schulen, in die öffentlichen Schulen geholt wurden. Es gab Proteste dagegen, dass eine Schulpflicht eingeführt wurde. Das spiegelt sich auch in diesen Interessengruppen. Ne? Genau, also ja. Bestimmte Dinge nicht, die man dort einführen möchte. Genau, ich wollte darauf hinaus, dass man das halt eben aus diesen Zeiten heraus auch die Begriffe verstehen muss. Öffentliche Schulen zum Beispiel oder auch sowas wie eine Berufsarmee. Das sind halt relativ neue Konzepte, die so in der Fläche der frühen Neuzeit auch noch nicht vertreten waren. Mhm. Das sollte man vielleicht dazu auch nochmal. Da spielen wir jetzt schon ein recht fortschrittliches Land, das öffentliche Schulen hat. Ne? Also keine Schulen, Kirchenschulen, Privatschulen und öffentliche Schulen. Also ich sag mal, in dem Modell, was das Spiel jetzt präsentiert, geht es nicht mehr fortschrittlicher als die öffentlichen Schulen. Im Schulbereich definitiv. Genau. Genau. Und das ist ja dann auch wieder eine Frage, ob man sozusagen das Endgame, ob das dann der europäische Zustand ist, also der heutige nationalstaatliche und das Bildungssystem und Sozialsysteme, die wir haben, oder ob es auch alternative Wege hätte geben können. Das Spiel bietet ja auch viele Alternativen an. Zum Beispiel könnte man ja, weiß nicht, Kirchenschulen behalten bis ans Ende. Und die waren ja auch nur dem Zweck einer theologischen Ausbildung. Die höheren Töchter sollten sich gut benehmen und die Söhne sollten später gottesfest sein. Und dann gab es ja auch noch Schulen, die hier jetzt nicht auftauchen. Zum Beispiel das Hamburger Völkerkundemuseum, das jetzt ja anders heißt, wurde ursprünglich von den Bürgern eingerichtet als ein koloniales Ausbildungsinstitut. Das heißt, das ganze Gebäude wurde gebaut und gefüllt mit kolonialen Dinge, die man so zusammengeklaubt hat, um die Söhne und Töchter der Stadt auszubilden für den kolonialen Dienst. Und das findet ja hier jetzt auch nicht statt. Also ich wollte nur darauf hinaus, dass man das aus der Zeit hinaus noch verstehen muss. Interessanterweise sind Kirchenschulen eigentlich, was Bildungszugang betrifft, genauso effektiv wie öffentliche Schulen. Sie haben halt den zusätzlichen Effekt der Bekehrung und stärken die geistlichen, also sozusagen die religiösen Interessensgruppen im Staat, während die öffentlichen Schulen als Zusatzeffekt die Assimilierung haben. Halt über öffentlichen Schulen kann man Kulturassimilierung erreichen. Also da formen wir uns quasi unseren eigenen Staat, unser eigenes Land, unsere eigene Gesellschaft. Und man kann sich entscheiden, möchte man einen Status quo halten, also konservativ bleiben, möchte man in die Moderne fortschrittlich sich orientieren, die Leibeigenschaft abschaffen. Also es gibt so bestimmte Bereiche, da kann man ja sagen, das ist jetzt regressiv, das ist Status quo, das ist fortschrittlich. Ja? Also Sklaverei können wir abschaffen, wenn wir ein Sklavenstaat wären. In den USA spielt es eine Rolle. Würdet ihr sagen, dass das Spiel eine Fortschrittsgeschichte erzählt? Ist es effektiver, wenn ich spiele und ich bin progressiv unterwegs? Oder kann ich das Spiel genauso effektiv spielen, wenn ich konservativ bin oder die Sklaverei nicht abschaffe oder weiterhin die Monarchie behalte? Also das muss man so ein bisschen differenzieren. Also was ja zum Beispiel mit einem mehr liberaleren Gesetzesstaat einhergeht, ist ein Verlust an einem Wert, der da oben Autorität heißt. Und mit Autorität kann man
eine ganze Menge Sachen machen. Also zum Beispiel, um eine effektive Industrie aufzubauen, gibt es Erlässe mit der Autorität. Da kann man auf einzelne Provinzen klicken und dann zum Beispiel stehen hier Fertigungsförderung. Zum Beispiel das, ne? Da steht sowas wie plus 20% Dienstleistungsdurchsatz und plus 20% Fertigungswertedurchsatz. Ne? Das heißt, unsere Fabriken sind einfach um ein Fünftel effektiver, was halt Wahnsinn ist. Ne? Also plus 20% ist halt nicht wenig. Und Holland besteht, die Niederlande bestehen aus 3 Provinzen. Ne? Das heißt, wir könnten 300 Autorität ausgeben und einfach unsere gesamte industrielle Effektivität um 20% erhöhen. Wenn wir jetzt liberalere Gesetze entlassen, geht unsere königliche Autorität halt flöten und wir müssen halt, ja klar, mit Technologie kann man das so ein bisschen ausgleichen, aber für kleinere Länder oder Länder, die halt auf sehr zentralisierte Spielweise setzen, würde ich sagen, es ist auch möglich zu versuchen, so mit einer konservativen Agenda auch industriell erfolgreich zu sein. Die Frage, was ist eigentlich dein Spielziel als Spieler? Und das ist das Besondere, finde ich, an diesen Spielen, dass es eben ja nicht vorgegeben ist. Viele Spieler haben ein Ziel, irgendwie einen Moment, wann man es gewonnen hat. Und das gibt es bei diesem Spiel ja gar nicht. Sondern am Ende definiert man sich sein eigenes Ziel oder sein eigenes Spielerlebnis auch. Und zum Beispiel kann man jetzt sagen, man möchte am Ende 1936 endet das, glaube ich, regulär, den höchsten Lebensstandard der Welt haben in seinem Land. So, mal was ganz Positives. Und das wird man vermutlich besser erreichen, wenn man stark liberalisiert, die Industrialisierung vorantreibt und dann vielleicht mit Sozialgesetzgebung das abpolstert. Man kann sich aber auch ein ganz anderes Ziel setzen. Ne? Man kann sagen, man möchte, was weiß ich, man möchte als Kirchenstaat nochmal die Reformation zurückdrehen oder was weiß ich, man möchte, ja genau, oder man möchte halt ein radikal kapitalistisches Land sein, wo es wenige Superreiche gibt, die auf 100 Lebensstandard bringen, oder man möchte als Preußen die Welt beherrschen, was weiß ich. Also man kann sich Ziele setzen ohne Ende und je nach Ziel gibt es unterschiedliche, also gibt es sozusagen Wege, die besser sind und schlechter sind. Also was sicher ein Punkt ist, ist, dass es unterschiedliche Herangehensweisen gibt, die man quasi wie so eine Art Rollenspiel, also man spielt eigentlich einen Charakter einer Nation, wenn man so will. Und da kann man sich halt dann aussuchen, ob man lieber, was weiß ich, herumexperimentieren will mit kommunistischen Diktaturelementen oder so, oder ob man zurück will in eine adlige Kirchenrepublik oder so. Das gibt es ja auch. Oder in unsere freiheitliche, moderne Demokratie. Das darf man natürlich auch machen. Aber es geht ja hier gerade um diesen Experimentcharakter. Und was Steinbrenn eben gesagt hat, ist ja, dass es immer sozusagen auch Faktoren gibt, die man dann noch danach korrigieren muss. Also wenn du zum Beispiel sagst, man will eine liberale Demokratie erzeugen, dann kann man eben nicht allein nur auf kapitalistische Industrialisierung setzen, sondern muss irgendwie auch diese sozialen Spannungen, die es dann hat, mit abfedern und lenken. Das heißt, es ist immer so ein Geflecht aus verschiedensten politischen Strömungen und Teilfeldern, die man wie in so Balance halten muss, wenn man ein bestimmtes Ziel vor Augen hat. Und da gebe ich dir recht, das ist halt eines der wenigen Strategiespiele, wo man selbst ein Ziel setzt, einen Charakter einer Nation zu entwickeln, den man sich so vorstellt. Okay, und jetzt würde ich sagen, fangen wir an und spielen wir einfach ein bisschen. Genau. Wir müssen uns als Niederlande ein paar Sachen überlegen, ein paar Weichenstellungen treffen. Und ich glaube, am Anfang sind zwei Sachen besonders wichtig. Das erste ist, und da kann ich ja mal so in den Raum fragen, wie stehen wir dann zu der Belgien-Frage? Also es wurde ja schon gesagt, Belgien wurde ursprünglich mit dem, jetzt darf ich es nicht falsch sagen, mit dem Wiederkongress dann spätestens, eigentlich, also das war, ne, eigentlich war das Niederlande und man wollte politisch eine Gegenmacht zu Frankreich schaffen, damit Frankreich nicht wieder so stark werden würde. Das war die Konzept aus diesem großen Niederlande. Und da gab es eben die Belgische Revolution. Und jetzt ist die Frage, es gibt zwischen unseren Ländern eine Rivalität. Und es gibt sogar einen Waffenstillstand. Und die Beziehungen sind dementsprechend schlecht. Wir gucken uns mal diplomatisch die Lage an. In Diplomatie sehen wir, wir haben gute Beziehungen zu Großbritannien, aber schlechte Beziehungen zu Frankreich und Belgien. Und die Haltung der Länder, kriegslüstern Russland, interessant. Ja, und das ist halt die Frage, will man sich mittelfristig, will man so eine Art revanchistische Politik betreiben, was schwierig ist, weil man dann wirklich auch Großmächte auf seine Seite ziehen muss, oder sagt man, man gibt sich zufrieden mit dem Status quo
und versucht einfach im Lande zu industrialisieren. Das ist so die erste Grundsatzentscheidung. Ja, dann treffen wir die doch mal gemeinsam. Entscheiden mal. Da braucht Schismus. Du willst es uns schwer machen, ja. Andere Meinung? Das gibt's nicht. Ja, also nur so perspektivisch. Wir haben jetzt in einer Nein. Stunde Tage geschafft. Krieg kann man sofort beginnen. Aber nicht mal im Stand. Die Frage ist ja auch, ob wir die koloniale Geschichte noch mal da kurz Richtig. Einbringen wollen. Das an der Stelle für die Entscheidung. Weil das ja eine Rolle spielt. Habe ich ja auch vorbereitet. Also, wir haben natürlich auch die Niederlande deswegen gewählt, weil sie uns einen Zugriff auf einen anderen wichtigen Aspekt des Spiels relativ frühzeitig ermöglichen, nämlich auf den Kolonialismus. Auch da habe ich mir ein bisschen was rausgeschrieben. Die Niederlande waren mal ein großes, eines der wichtigsten europäischen Kolonialmächte. Das hat sich jetzt in unserer Zeit schon etwas verändert. Die eine oder andere. Die drittgrößte Kolonialnation im 19. Jahrhundert. Tatsächlich. Ja. Aber einige Kolonien, die sie ehemals hatten, sind verloren gegangen. Zumindest genau die Kapkolonie. 1816 erhalten die Niederländer allerdings Indonesien, das zwischenzeitlich auch verloren gegangen war, von den Briten zurück. Die Herrschaft üben die Niederländer über die Ostindische Kompanie aus, ein staatliches Gebilde. Dabei betreiben die Niederländer ihre Kolonien in Indonesien wie folgt. Bauern mussten auf mindestens einem Fünftel ihres Bodens vorgegebene Pflanzen anbauen und ihre Arbeitskraft 66 Tage im Jahr der Regierung zur Verfügung stellen. Die produzierten Waren wurden nach Europa verschifft und dort gewinnbringend verkauft. Gegen die Unterdrückung und Ausbeutung lehnten sich die Indonesier zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf, also auch noch in unserer Spielzeit. 1912 entstand eine Unabhängigkeitsbewegung in Form einer Partei. Japan, großer Sprung, besetzt die Kolonie 1942. Versuche dann der Niederländer, ihre Besitzungen nach dem Zweiten Weltkrieg zurückzuerlangen, betrieben sie brutal und sorgten dadurch für eine Intervention der Vereinten Nationen, die einen Zeitplan entwarfen, nachdem Indonesien 1950 unabhängig werden sollte und auch wurde. Und was ist jetzt Indonesien hier im Spiel? Das ist ganz interessant, weil eigentlich, das war halt die Besonderheit, dass sie es, glaube ich, Ende des 18. Jahrhunderts tatsächlich verstaatlicht haben. Vorher war diese Handelskompanie gewissermaßen privatwirtschaftlich organisiert. Und das war im Prinzip ein riesiger Staatsbetrieb im 19. Jahrhundert. Witzigerweise kann man im Spiel aber überhaupt nicht auf dieses Land richtig zugreifen, denn das ist Niederländisch-Indien und ist gewissermaßen wie ein eigener Staat, der uns zwar diplomatisch untergeordnet ist, also Dominion nennt sich das hier, das ist eine unserer Dominion, aber wir können jetzt nicht sagen, hier in Sumatra bauen wir jetzt hier unsere Plantagen aus. Das können wir aktiv überhaupt nicht beeinflussen. Das ist insofern unrealistisch, weil das wirklich zentral ökonomisch war für die Niederlande. Ich habe gelesen, ein Viertel ihres Staatshaushaltes stammte aus den Einkommen dieser Kolonien. Das heißt, die Darstellung ist sehr formalistisch, weil es natürlich schon so eine Art selbstständiger Staatsbetrieb war, wie heute eine Eigenbetrieb GmbH der Stadtwerke oder so, nur ein bisschen größer. Aber tatsächlich halt auch so wichtig für eine Stadt, um halt die Finanzen in Ordnung zu halten, das hast du ja erwähnt. Aber deswegen ist das halt ein sehr interessanter Variante. Sie haben aber interessanterweise, also offenbar gehen sie mit diesen, ich sag mal, Altkolonien so um, dass die Briten, betrifft das auch so, Hudson Bay Company und sowas alles, während man, sag ich mal, den Imperialismus des 19. Jahrhunderts schon klassisch betreiben kann. Es gibt hier auch noch ein paar Reste, sag ich mal, oder kleine niederländische Ghana haben wir und hier irgendwo, ja genau, ich glaube irgendwo noch was. Und das ist zum Beispiel eine klassische Kolonie, die wir auch tatsächlich ausbauen können. Und wir können auch von hier aus, sag ich mal, das Wettrennen von Afrika auch starten. Und auf diese kolonialen Besitztümer haben wir dann direkten Zugriff. Das ist dann quasi eine ganz direkte Kontrolle. Offenbar unterscheidet das Spiel da so ein bisschen. Wir sollten jetzt wirklich gleich die Pausefunktion lösen, aber vielleicht dadurch jetzt anhand dieser, also wir haben keinen direkten Zugriff auf Indonesien, aber nichtsdestotrotz die Güter, Richtig. Die sind ja quasi in unserem Markt. Und das sollten wir jetzt, glaube ich, vielleicht noch mal kurz
erklären, weil ein Großteil dieses Spiels ja darauf basiert, seinen Markt zu erweitern und in Konkurrenz zu anderen Märkten erfolgreich zu machen. Genau, das ist dann eben auch der Vorteil von so einem abhängigen Staat. Also alles, was hier produziert wird, das ist Teil unseres nationalen Marktes. Darauf haben unsere Bürger Zugriff und unsere Industrien haben Zugriff. Insofern ist das jetzt nicht, ja, nicht nichts, was wir hier haben. Das ist schon durchaus von großem Vorteil. Wir können nur den Ausbau selbst nicht bestimmen. Okay, was wird da produziert? Oh, da wird, dann, leider gibt es da nicht so eine richtig gute Übersicht. Man kann hier so ein bisschen reinklicken. Tabak, Zucker sehen wir. Wir haben hier Kaffee, Baumwolle, Färbemittel. Also das sind natürlich alles Güter, die die Bevölkerung irgendwann als Güter konsumieren möchte. Kaffee, Zucker, Tabak. Klassische Kolonialwaren. Genau, ist schon mal gut, dass wir über die Kolonialwaren verfügen, die unsere Bevölkerung irgendwann verlangt. Ja, andere europäische Nationen müssen sie sich irgendwie erst erringen, Zugriff drauf bekommen. Ich würde sagen, wir sollten versuchen, uns weiter mit Großbritannien sehr gut zu stellen. Das ist so ein bisschen unsere Sicherheit. Da würde ich die Beziehung verbessern. Es gibt sehr schlechte Beziehungen mit Russland. Das finde ich eigentlich nicht so schön. Sie betrachten uns als Eroberungsziel. Das kann gefährlich werden. Wir müssen mal gucken, haben sie uns, aber sie haben uns nicht als Rivalen. Da lohnt sich meines Erachtens auch, die Beziehung zu verbessern. Langsam aber sicher, vielleicht da eine sichere Situation hinzubekommen. So, jetzt weiß ich nicht, sind wir eigentlich selbst, rivalisieren wir Belgien auch? Das ist dann so eine Grundsatzentscheidung, Rivalität mit Belgien. Einerseits ist das gut, weil uns das diplomatische Punkte gibt, Einflusspunkte gibt. Da müssen wir nicht lange drüber reden. Wir haben hier gemeinschaftlich beschlossen, wir wollen Belgien wieder eingliedern. Dann sollten wir auch Preußen auf unserer Seite haben. Falls es da zum Krieg kommt, würde ich auch hier die Beziehung verbessern. Jetzt haben wir noch 150 Punkte, die kann man sich aufbewahren. Tendenziell könnte man auch noch versuchen, ich weiß nicht, ob das noch möglich ist, mit Frankreich, weil das wird wahrscheinlich eine Schutzmacht von Belgien sein, aber das können wir uns nicht mehr leisten, das kostet 300 Einflusspunkte, haben wir nicht. Lassen wir den Teil vielleicht offen, da gibt es dann noch andere Geschichten zu klären. Ja, ansonsten man kann überlegen, ich würde vorschlagen, dass wir bis zur nächsten Wahl erstmal jetzt hier nichts an der Regierung rumfummeln. Wir haben eine relativ hohe Legitimität. Die Kleinbürger sind offenbar die Mächtigen hier bei uns. Das ist insofern mal ganz interessant zu gucken, was wollen die eigentlich? Die würden gerne eine Nationalgarde haben, was gar nicht so schlecht ist. Das kann man sich überlegen. Migrationskontrollen ist für uns wahrscheinlich irrelevant, geschlossene Grenzen auch. Staatsreligion, wollen wir das? Wollen wir zurückgehen auf so einen sehr konservativen Kurs? Weiß ich nicht. Ansonsten, wir sehen hier an den weißen Zahlen, was aktuell mit unserer Regierung veränderbar ist. Ich sehe jetzt hier nicht so richtig viele Sachen, die man verändern könnte, außer diese Geschichte mit der Nationalgarde. Das bringt zumindest, reduziert das bei eventuellen revolutionären Umtrieben den Fortschritt des Ganzen und auch die Proteste sind weniger radikal. Ja, das wäre also Stefan, kurz zurück, das finde ich ja jetzt schon, sollte man sich nochmal angucken jetzt mit den Migrationskontrollen. Ja? Okay. Also sind wir ja schon sehr nah an der politischen Debatte von heute dran. Ja? Wir haben keine Migrationskontrollen. Was bedeutet das denn jetzt in dem Spiel? Ja. Und was bedeuten Migrationskontrollen und was... Das ist ein guter Punkt. In dem Spiel bedeutet das eigentlich nur, dass du verhinderst, dass Leute aus deinem Land wegziehen. Also da kannst du regeln. Was du tatsächlich nicht richtig regulieren kannst, ist, ob Leute in dein Land reinkommen, was wir heute klassischerweise unter Migration verstehen. Das kann man auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen perspektivisch, weil das 19. Jahrhundert war zumindest von europäischer Perspektive geprägt durch Auswanderung. Einfach, dass Leute in die neue Welt aufgebrochen sind. Und da geht es darum, dass man hier eine Handhabe hat, das zu verhindern. Wobei das natürlich ein starkes Urteil ist. Ne? Also wenn man so gerade in die frühe Neuzeit denkt, sind ja viele Städte, so wie Hamburg zum Beispiel, wo ich ja herkomme, auch sehr stark gewachsen durch zum Beispiel diese Fahrten, die dann ausgewandert sind, weil sie aus politischen Gründen fliehen mussten, irgendwo in Portugal war es, glaube ich. Und auch Preußen ist ja nur deswegen so wohlhabend und groß geworden, weil es halt viel Zustrom von guten Handwerkern, auch durch die Napoleonischen Kriege und sowas gab. Das heißt, das ist schon ein Urteil, wie zum Beispiel auch Markt ein Urteil ist, als Konzept, dass man hier eben verhindert, dass die Leute das Land verlassen, ist natürlich irgendwie auch eine Wertung, eine historische.
Ja, das ist im Prinzip am Anfang oder in der großen Phase des Spiels möchte man mehr Menschen in seinem Land haben, weil das Arbeitskräfte sind, Arbeitskräftepotenzial. Man bekommt relativ schnell an einen Punkt, wo man zu wenig Arbeitskräfte hat. Das können wir uns vielleicht auch mal angucken. Wir sehen hier unten diesen Wert Bauern. Damit sind Subsistenzbauern gemeint. Und das ist im Prinzip unser Arbeitskräftepotenzial. Das wären die zukünftigen Facharbeiter, die in unserer Fabrik arbeiten. Und das ist hier nicht so dolle. Insofern sind wir tatsächlich, haben eigentlich ein Interesse daran, dass Leute zu uns kommen. Naja, ähnlich haben wir es ja heute auch, wenn du die Parallele zu heute aufmachst. Alle Zeitungen sind voll mit Fachkräftemangel und wir brauchen halt Arbeitskräfte, die werden wir nicht alle selber von Bauern herstellen. Problem, das werden wir heute nicht erleben. Es gibt tatsächlich. Ich glaube, bei Fachkräften ist aber Konsens. Hier ging es ja auch um Fachkräfte sozusagen. Hier du brauchst sie ja für die Industrialisierung. Hier gibt es aber tatsächlich auch den Moment im Spiel, wo du zu viel Zuwanderung haben kannst, weil du diese ganzen Leute, wenn du zum Beispiel einen sehr liberalen Staat hast, der sehr viele Freiheitsrechte hat und eine gute soziale Absicherung, dann rennen dir die Leute die Bude ein in diesem Spiel. Und dann hat man das Problem, dass man plötzlich zu viele Leute hat, die man beschäftigen kann, die arbeitslos sind, die aber dann man mit der Sozialhilfe unterstützt und dann geht der Staat pleite. Und da fehlt jetzt, wenn man das verhindern will, fehlen Migrationskontrollen. Genau. Nach außen. Man kann nicht verhindern die Immigration. Jetzt ist die Frage, wollen wir kolonialisieren, also aktiv in Afrika den Wettlauf starten? Dann könnte man sich überlegen, ob man in die Richtung forscht. Also es ist ein klassischer Forschungsbaum in diesen Spielen. Da wäre zum Beispiel der Weg in Richtung Chinin wichtig, weil damit kann man Malaria bekämpfen und nur damit kann man effektiv kolonisieren. Wenn man diesen Weg gehen will, dann müsste man halt jetzt über Pharmazeutika dorthin gehen. Man könnte aber auch sagen, man konzentriert sich jetzt auf die Industrialisierung und dementsprechend auf Produktionstechnik. Mechanische Werkzeuge, ich nehme dir die Entscheidung ab. Okay, oder? Was sagt ihr? Mechanische Werkzeuge ist... Werkzeuge Richtung Eisenbahn. Ja, okay, also vom Geschichtsbild finde ich sehr interessant, dass man schon weiß, welche Technologien einen irgendwo hinbringen. Also zum Beispiel, man kann Malaria bekämpfen, wir müssen das erforschen. Das ist ja tatsächlich eher untypisch für die Geschichte, dass man weiß, was zu etwas führt. Aus budgetärer Sicht, ob es eine Idee wäre, wenn man vielleicht am Anfang die Militärausgaben senkt. Ja, du meinst die militärischen, die Ausstattung des Militärs. Das Budget einfach. Ach, über das Budget. Da unten Militärgehälter. Und die Steuern hoch. Ja, das... Das hört man hier im Haus auch nicht häufig. Ja, aber ich rechtfertige mich damit, dass wir eine geringe Effizienz beim Einsammeln der Steuern haben. Haben wir in das? In diesem Spiel, ja, würde ich doch mal behaupten, oder? Nö, das wird über die Besteuerungskapazität simuliert und die ist gut. Das heißt, unsere Bürokratie arbeitet auf 100%. Das ist überhaupt kein Problem. Also was man vielleicht jetzt auch nochmal für denjenigen, der es nicht kennt, sagen muss, ist, dass das ja alles jetzt Entscheidungen sind, die unsere Bevölkerungszusammensetzung beeinflusst. Also diese politischen Gruppierungen, um die es geht und diese sozialen Gruppierungen im Inland, aber auch in Übersee. Ich glaube, es gibt ja jetzt auch in den Kolonien unterschiedliche ethnische Gruppen. Ne? Das war ja bei Europa Universalis zum Beispiel noch nicht der Fall. Das heißt vielleicht auch für dich zur Erklärung, das ist halt jetzt das, worauf der Einfluss wirkt, was uns neue Entscheidungen bringt, wie zum Beispiel auch Forderungen der Bevölkerung zu politischen Maßnahmen und so. Es gibt hier zum Beispiel die Industriellen, die möchten, dass wir Privatschulen beschließen. Das ist jetzt hier eine politische Forderung. Die hat ja eine relativ niedrige Unterstützung, aber ist aus der Opposition heraus. Kann man sich jetzt entschließen, wie man dazu steht. Normalerweise sind eigentlich öffentliche Schulen, halt je nachdem, was für einen Weg man gehen will, gute Sache. Außer man will wirklich hardcore kapitalistisch marktliberal sein, dann reicht es einem, wenn die Reichen gut gebildet sind. Ist aber eigentlich ein sehr materialistisch gedachtes Spiel, ne? Also so wie das funktioniert. Wir bauen unsere Industrie auf, die Bevölkerung verändert sich, also aus Bauern werden Fabrikarbeiter, die haben bestimmte Bedürfnisse, die wir versuchen zu befriedigen über die Industrie, die wir hochziehen. Und eigentlich, also hat die Bevölkerung noch was anderes als materielle Bedürfnisse in dem Spiel? Ich erhöhe jetzt mal die Steuern. Das Problem bei dem Steuererhöhen, genau, dass die materiellen Bedürfnisse nicht so toll befriedigt werden können, weil alles teurer, beziehungsweise nee, weil sie weniger Geld zur Verfügung haben. Ja. Haben Sie noch andere Bedürfnisse? Ja, gute Frage. Ja, Sie haben ja politische Interessen. Das ist sowas wie ein Bedürfnis. Aber in der Tat, es gibt keinen Glücksindex oder keine allgemeine politische Zufriedenheit.
man kann nur so Extreme haben, entweder Radikale oder Loyalisten. Das ist die der einzige Maß so. Ne? Es gibt keine allgemeine Zufriedenheit in dem Spiel, meines Erachtens. Und natürlich ist es eine Simulation, ist eine Abstraktion davon, was in der historischen Zeit passiert ist an Ereignissen. Und deswegen, ich musste von auch stutzen, als du sagtest, dass der Staat baut. Wir sind ja sozusagen eine Instanz außerhalb des Spiels. Wir haben ein Charakterrollenspiel von Niederlanden jetzt gerade. Und wir treffen die historischen oder treffen die Entscheidung für die historischen Ereignisse. Das heißt, der Staat baut hier nicht wirklich selbst, sondern wir sagen, in der Zeit hat der Staat das und das gebaut oder ist in dem Staat das und das geschehen. Ja, und das ist tatsächlich der Einfluss auf diese gesellschaftlichen Gruppierungen und deren Interessen ist das, was ich zum Beispiel viel interessanter finde als die Aufbau- und die Wirtschaftsmechanik, weil das halt so ein interessantes Konzept ist, wie sich politische Ideologien entwickeln und Einfluss nehmen wieder auf die Bedürfnisse. Ja, allerdings wird hier schon durchaus zwischen Privatwirtschaft und Staatswirtschaft unterschieden. Es gibt bestimmte Sektoren, die komplett vom Staat finanziert werden, also Universitäten, Armee, bestimmte öffentliche Gebäude. Und dann gibt es halt Betriebe, die wirklich privatwirtschaftlich arbeiten, so eine klassische Fabrik. Da gehen die Gewinne quasi in die Taschen der Inhaber. Das sind in diesem Falle Privatbesitzkapitalisten. Insofern gibt es auch spielintern da durchaus einen Unterschied. Und man könnte ja auch sagen, die Kapitalisten bauen selber die Fabriken. Das hat man aber, haben die Entwickler bewusst so entschieden, dass das sinnvoller ist für den Spieler, wenn er selber seine Industrie baut und nicht die Bevölkerung darüber entscheidet. Ne? Es gibt aber so eine Mechanik, den Investitionsfonds, der das so ein bisschen mitsimuliert. Das heißt, ein Teil der Gewinne der Kapitalisten fließt in den Investitionsfonds. Und wenn man dann Fabriken baut, wird das erstmal daraus genommen, um da so eine gewisse Simulationstiefe zu haben. Ich habe eine Kritik am Spiel gelesen und fand die eigentlich ganz interessant. Ich meine, wir sind ja jetzt in der Zeit auch des Manchester-Kapitalismus, ja, also des brutalen Kapitalismus. Eine Wirtschaftspolitik, die sich an den Interessen der Unternehmern und Kapitalisten orientiert, auf Kosten der Arbeiterschaft. Und da war jetzt jemand im Forum, der, nehmen wir mal an, der kommt eher vom linken politischen Spektrum und der fand jetzt gar nicht so gut, wie das Spiel funktioniert und das simuliert. Und zwar scheint es so zu sein, dass Fabriken, wenn sie produktiv sind, ihren Arbeitern automatisch höhere Löhne zahlen. Das heißt, wenn der Spieler eine produktive, gut funktionierende Industrie hochzieht, geht es den Arbeitern automatisch besser. Die bekommen höhere Löhne von den Fabriken, können sich mehr leisten, ihr Lebensstandard erhöht sich. Und dann heißt das in dem Spiel auch, dass sie sich nicht radikalisieren. Also wenn sie einen hohen Lebensstandard haben, werden die nicht radikal, zetteln keine Revolution an. Und so die Kritik jetzt des Spielers, das spiegelt ja eigentlich nicht die Wirklichkeit wider. Nicht so, wie sich die Kapitalisten, die Industriellen verhalten haben. Und es führt dazu im Spiel, dass man auch überhaupt, wenn man gut spielt, überhaupt gar keine Sozialgesetzgebung einführen muss und auch sowas wie ein Klassenkampf eigentlich gar nicht drin vorkommt. Ist das so? Teilst du die Sichtweise und wäre das jetzt ein Problem für das Geschichtsbild? Ich meine, das Spiel tritt an und möchte möglichst tiefgreifend die Industrialisierung simulieren und dann spielt der Klassenkampf irgendwie keine Rolle, wenn ich tricky spiele. Ist das? Das Problem ist wohl tatsächlich so, aber die Entwickler haben das selber schon gesehen und wollen das ein bisschen ändern. Also es soll mehr Gewinne in die Taschen der Kapitalisten fließen. Ich dachte, der hat uns schon vorgenommen. Belgien zu erobern. Ja, das ist halt der Punkt. Am Anfang muss man ja irgendwie ökonomisch erstmal so ein bisschen kickstarten, um eine Ausgangsbasis zu haben. Für mehr Bürokratie. Ja, ja. Das ist in der Tat ein Problem, ja. Also insofern sind wir doch nicht ganz so effizient beim Steuern einnehmen. 22% Steuerverschwendung sehen wir hier. Weil, ich bin aber schon dabei, hier Regierungsverwaltung aufzubauen, das habe ich ja auch schon gesehen. Also es gibt eine Regierungsverwaltung, die generiert Bürokratie und Bürokratie brauchen wir für bestimmte Dinge. Ja, und das Schöne ist, dafür braucht die Regierung Papier und es gibt verschiedene Produktionsmethoden, nämlich unterschiedliche Arten von Aktenschränken. Technologisch können wir ein standardisiertes Ablagesystem irgendwann mal entwickeln und dann wären wir besser darin. Ja, aber im Moment müssen wir mehr Bürokratiepunkte. Ja, genau. Und im Moment müssen wir einfach die Verwaltung ausbauen. Das ist halt grundsätzlich die Schwierigkeit an so einem Spiel, dass das alles in Zahlenwerte gegossen werden muss und dass es halt keine
Unwägbarkeiten, Unschärfen geben kann letztendlich. Stefan, ich möchte, dass du jetzt Kolonien... Das Problem ist, also wir könnten hier in so ein bisschen in so einen Wettlauf mit einsteigen. Geh doch mal in die Linse, genau, da können wir sehen, was wir da kolonisieren. Genau, Kolonien gründen. Ist in dem Bereich für uns möglich? Hier haben wir doch keine Interessen erklärt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Afrika kolonialisieren wollen, müssten wir vorher, wir haben noch ein Interesse frei, da gibt es verschiedene Faktoren, müssen wir sagen, wir wollen hier im Kongo-Bereich auch Interessen haben. Und dann ist das immer noch nicht möglich, weil wir Chinin nicht haben. Aber ihr wolltet ja Chinin nicht erforschen, sondern ihr wolltet ja Werkzeuge haben. Ich bin ohnehin gerade überrascht von dem Bestreben, jetzt Kolonien zu gründen. Im asiatischen Raum, wie sieht es da aus? Da ist ja schon, da gibt es ja kaum noch Möglichkeiten. Na, ein paar gibt es schon. Ja, okay, gut. Da sind wir ja eh schon, also da... Komm, gut. Es dauert halt 1500 Tage, ohne dass wir Chinin haben. Das ist, wenn man kolonisieren will, braucht man Chinin, weil hier überall Malaria herrscht. Ich zeige euch das kurz. Hier oben, das bringt halt -90% Koloniezuwachstempo. Und das ist natürlich enorm langsam. Wer wohnt denn da und haben die was dagegen, dass wir die kolonisieren? Ja, gute Frage. Hier wohnen welche? Sulawesis. Oder Kultur Molukkisch. Die haben erstmal, ja, wie soll ich sagen, erstmal ist es alles ganz freundlich. Wir haben nämlich jetzt hier schon so einen kleinen Außenposten. Dadurch, dass wir da einen Startpunkt gemacht haben, der gehört uns. Da müsste man auch irgendwann mal einen Hafen bauen, damit da irgendwie dann auch was passieren kann. Und je mehr man aber jetzt hier Land okkupiert und man macht das so scheibchenweise, so kleine Stückchen, die man sich da mal abbeißt, umso größer werden die Spannungen mit diesem nicht organisierten Sulawesi-Land. Im Moment Spannung ruhig, aber je schneller man hier ist, umso konfliktreicher wird das. Und das kann dazu führen, dass sie sich irgendwann militärisch auflehnen gegen unsere Bemühungen. Ja, im Moment ist das so langsam, dass das vermutlich nicht passieren wird. Man kann halt so eine Assimilierungsstrategie fahren. Dann muss man das Land inkorporieren. Also das heißt, wenn man dann eine Kolonie hat, dann kann man das zum Teil des Staates machen. Das heißt aber, die bekommen tendenziell auch Rechte. Und dann ist halt die Frage, wie geht man mit diesen Minderheiten um? Ne? Da hat man dann wieder die Gesetzesmöglichkeiten. Und theoretisch kann man dann bemühen, die zu assimilieren oder einfach zu sagen, die haben volle Bürgerrechte in unserem Staat. Oder man geht einfach den Weg, sag ich mal, der Ausbeutung und lässt sie da, wie sie sind, und die schuften einfach nur auf den Plantagen und in den Minen und man bekommt die Rohstoffe in den Markt. Da gibt es aber diese verschiedenen Wege, die man gehen will. Das heißt, ich würde dir ja recht geben, dass einfach nur die Geschichte nachzuspielen vielleicht zu wenig ist. Denn es gab ja damals auch schon erhebliche Proteste, schon seit dem 17. Jahrhundert, gegen Kolonialisierung, auch in Europa. Also ganze Vereinigungen von Menschen, die sich hier zusammenschlossen, die halt dagegen waren, dass man Kolonialstaaten hat. Und die waren auch Teil der politischen Gruppierung. Das heißt, das fehlt hier so ein bisschen. Aber es ist immerhin durch die diese Bevölkerungsanteile schon wieder ein bisschen was Neues drin, was in Europa und das alles so nicht drin war. Das gibt es tatsächlich auch, was du ansprichst, und zwar über die Interessensgruppen. Ah, okay, Es gibt Interessensgruppen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, die gegen Kolonialisierung sind. Die Intellektuellen sind es, glaube ich. Genau. Aber die verändern ja teilweise auch ihre Also die haben halt Agenda. Bestimmte Haltungen zu bestimmten Gesetzen. Ich bin mir nicht mehr, ich glaube auch die Das ländliche Volk ist auch drin. Genau, das ländliche Volk, weil die haben Angst, dass irgendwie durch andere Rohstoffe ihre eigene Produktion und ihre eigene Lebensgrundlage zerstört wird. Ich glaube, die Proletarier, also die Arbeiter sind, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Also es gibt Interessensgruppen, die dann auch gegen koloniale Bestrebungen sind. Das wird gemanagt über dieses Gesetz hier. Ne? Wo haben wir das? Dieses Thema. Ne? Also will man das überhaupt? Aber ich finde schon, dass das ein Punkt auch an dem Spiel ist, weil also einerseits das Spiel, genau, ich will nicht sagen, es zwingt dir auf, kolonialistisch zu werden, aber es hat eine gewisse ökonomische Logik. Ja? Also du musst ja an bestimmte Güter kommen, die brauchst du und das verschärft sich im Spielverlauf. Also du brauchst Gummi, du brauchst Öl und das findet sich in Europa nicht. Also muss man ausgreifen, Kolonien gründen, andere unterwerfen, in den eigenen Markt eingliedern. Also man muss das sozusagen machen. Der Spieler, wenn er sinnvoll spielen will, dann macht er das. Und andererseits könnte man gegen das Spiel sogar einwenden, dass der Kolonialismus da schief
oder schief dargestellt oder sogar verherrlicht wird. Ich meine, ich will das jetzt gar nicht, will mir das gar nicht zu eigen machen, ob das jetzt ein Problem ist oder nicht, aber es könnte ein Argument gegen das Spiel sein, weil was macht man eigentlich als Spieler dort? Man geht ja in die Kolonien und zieht da die Wirtschaft hoch. Also man baut Plantagen, man baut Infrastruktur und es gibt ja viele, die den Kolonialismus durchaus auch nicht für so problematisch halten. Also in der Geschichtswissenschaft gibt es ja durchaus welche, die ich sag mal, konservativer gestrickt sind und sagen, der Kolonialismus hatte nicht nur Schattenseiten, sondern da ist auch viel an infrastruktureller Aufbauleistung erfolgt, Know-how transferiert worden. Als Spieler geht man dorthin, baut Häfen, baut Eisenbahnen, baut mindestens Plantagen, möglicherweise sogar Fabriken. Also eigentlich modernisiert man dort und vernichtet nicht, sondern baut auf. In der Sicht des Spieles ist das sicher auch was Positives. Aber wenn man dorthin geht, zerstört man ja auch gewachsene Wirtschaftsformen. Denk an sowas wie Bewässerungsformen, die dann auf einmal völlig ineffizient sind, weil Niederländer eben nicht wissen, wie man in Indonesien Plantagen richtig bewässert. Und man hat dann gewachsene Strukturen zerstört, die man pauschal durch den Kolonialismus abgewertet hat. Weil alles, was in Europa war, ist fortschrittlich. Wir haben es vorhin auch so ein bisschen angedeutet, dass das Spiel das so inszeniert. Aber es gibt hier sozusagen wenig Konzepte, zum Beispiel auf bäuerlicher Ebene verschiedene Wirtschaftsformen, Bewirtschaftungsformen von Land oder von Plantagen oder sowas, die dann historisch gewachsen, vielleicht auch kulturell begründet sind, abzubilden. Das findet da tatsächlich nicht statt, da hast du recht. Also das Spiel, gerade Afrika, das ist es ja augenfällig, ist ein Land, das entwickelt werden muss und Europa entwickelt es durch die Kolonien. Das ist schon das, was das Spiel einem zeigt. Ja, es gibt eine Entwicklungsrichtung der Geschichte, zeigt das Spiel. Und das ist eben stark umstritten. Der Übergriff, ein europäisches Konzept von Religion zu übertragen auf ein überseeisches Land, ist halt eben schon der historische Fehler, der gemacht wurde. Und da meine ich, das steckt halt eben auch in dem Konzept einer konservativen Betrachtung drin, dass Kolonialismus etwas Positives wäre. Und da bist du noch nicht mal angefangen bei diesen infrastrukturellen Maßnahmen. Die Frage ist doch, für wen war denn die Eisenbahn? Wer durfte denn da mitfahren? Eben Europäer und nicht die einheimischen Menschen. Die hatten nichts davon, die wurden im Zweifelsfall Oder Gütertransport, ne? Also die Infrastruktur wurde deswegen gebaut, um die Güter aus dem Land zu bringen. Ich finde es eigentlich generell positiv, dass der Spieler dazu geführt wird, Kolonien zu gründen, weil aus heutigen Werte, die ein Spieler ja normalerweise haben würde, würde man ja glauben, dass Kolonien irgendwas sind, die nicht zu bestreben. Und dass man Vorteile als Spieler im Spiel hat, finde ich eigentlich interessant, um sich dann auch in das Wertesystem dieser Zeit auch zurückzubringen und dann auch zu verstehen, warum so viele europäische Länder sich dafür entschieden haben, Kolonien zu gründen. Das Argument vorhin war aber, dass dieser Blick, Kolonialismus sei etwas Positives, ja nur für eine bestimmte Bevölkerungsschicht zutrifft. Ja. Und eben das, was auch Stefan eben gesagt hat, zum Beispiel Landarbeiter oder so, das ganz anders sahen. Und auch eben zum Beispiel religiöse Kreise, die halt von einem anderen Menschenbild ausgingen. Das war ja nicht alles nur negativ, das wollte ich jetzt nicht mit dem Christentum so darstellen. Aber der Punkt ist ja, dass man das damit reproduziert und keine alternative Handlungsmöglichkeit hat. Was ich aber auch interessant finde, also vor allem, wenn man sich so anguckt, jetzt guckt man sich ja an, konservativ, progressiv und wenn man glaubt, Konservative möchten keine Kolonien gründen, Konservative möchten Kolonien gründen, Progressive nicht. Also im Falle Frankreich, das kenne ich gut, ich bin Franzose, da waren es ja eigentlich eher die Sozialisten, die Sozialdemokraten, die sich für Kolonialisierung ausgesprochen haben und die konservativen Royalisten sich dagegen. Ja, natürlich viel auch dessen, was man als progressiv bezeichnen würde, waren natürlich Verfechter des Kolonialismus und Imperialismus, weil wir das auch zum Teil als kulturelle Zivilisierungsmission begriffen haben. Ich möchte gar nicht abwürgen, aber es hat sich gerade eine konservative Partei in den Niederlanden gegründet. Genau. Da werde ich ganz hellhörig. Ja, jetzt haben wir interessanterweise so ganz klassisch ein Parteiensystem, eine konservative und eine liberale Partei. Und tatsächlich steht die erste Wahl bevor. Und es gibt hier so ein Momentum der Wahl. Das spielt gerade
nicht so für die konservative Partei, aber insgesamt... Aber sie haben eine ganz gute Basis. Ja, ne? Insgesamt, gerade weil diese Kleinbürger sehr stark sind und die evangelische Kirche offenbar auch, scheint es sehr gut zu laufen. Wie sind die jetzt entstanden? Wir waren ja kurz abgelenkt. Das ist ein Prozess, der jetzt automatisch passiert. In dem Moment, wo du einen Parlamentarismus hast, entwickeln sich aus den Interessensgruppen durch Überschneidung der Interessen Parteien. Mhm. Das ist aber ein relativ dynamisches System. Das kann sich auch im Laufe des Spiels auch noch mal ein bisschen verändern. Wenn andere Interessensgruppen stärker werden, entstehen natürlich auch andere Parteien. Dann gibt es ein paar Zuordnungen. Es hängt auch mit den Anführern von Interessensgruppen zusammen. Die haben nämlich auch immer noch Anführer. Wenn man da zum Beispiel Populisten hat oder so, kann es sein, dass die auch Leute aus anderen Interessensgruppen mit in ihre Partei ziehen. Relativ komplexes System. Mhm. Und wir haben gerade 4 politisch organisierte Interessensgruppen. Genau. Also es gibt insgesamt 8 im Spiel. Also da ist auch ich habe mal Deutschland, eine Partie Deutschland gespielt gehabt. Mhm. Bis, weiß nicht, wann das war. Wir müssen kurz mal eine Entscheidung treffen. Okay. Sind wir jetzt eigentlich für die Konservativen oder für die Liberalen? Ja, das müssen wir. Na gut. Da stimmen wir jetzt hier ab. Also. Tatsächlich können wir das gerne auch betrachten als ein Rollenspiel hier und euch in der konservativen Partei. Genau. Also Hand hoch für die konservative Partei. Nee, das kann ich nicht auf Kamera machen. Das tut mir leid. Hand hoch. Auf jeden Fall hat in interessanter Weise gibt es Partisanen der Konservativen. Und, das heißt, hinter dem Begriff verbirgt sich halt auch tatsächlich, dass die angreifen, die anderen Parteien? Also die Anhänger der anderen Parteien? Naja, es gibt hier so Events im Zuge des Wahlkampfs, es gibt so Wahlkampf-Events und in diesem Falle gibt es, das ist von der Formulierung ein bisschen komisch, ein bisschen so aggressive Gruppen offenbar im Rahmen des Wahlkampfs. Und jetzt, genau, die schlagen Scheiben ein von Liberalen oder was auch immer. Das machen Konservative nicht. Und jetzt, ja, das sind damals noch andere Kaliber. Jetzt kann man entscheiden, wie man sich dazu verhält. Entweder man lässt sie unbehelligt. Das führt dazu, dass die Intellektuellen geschwächt werden. Oder man greift gegen sie durch. Aber wir lassen sie mal unbehelligt. Es gibt hier so ein Prestigewert, der setzt sich zusammen. Und in der Tat ist das auch nochmal interessant jetzt für die Debatte, wie die hier gewertet wird. Aus diversen Punkten, also das Spiel wertet also bestimmte Aspekte, wie das Land, wie gut das Land aufgestellt ist. Bruttoinlandsprodukt, die Größe der Armee spielt eine Rolle, aber auch so bestimmte Technologien, die man hat. Und dadurch wird ein Rang definiert. Romantik, finde ich auch. Ja, genau. Technologisch entwickeln sich auch dementsprechend Kunstrichtungen weiter. Und dadurch wird ein Rang definiert. Und je nachdem, es gibt Großmächte, es gibt dann Mittelmächte, es gibt Kleinmächte und Kleinstmächte und Nebenmächte. Und je nachdem, in welchem Ranggruppe man ist, hat man mehr oder weniger Möglichkeiten. Ein paar Boni oder sowas. Die Idee ist halt schon spannend, wenn man so mit Bourdieu denkt. Unterschiedliche Prestige von Staaten als Rohstoffe für das Handeln miteinander auf verschiedenen Ebenen. Und dass man dann nachrangige Mächte hat und so. Das ist schon ein sehr interessantes politisches Konzept hier drin.